Hallihallo, Hallöchen mit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play Fernbus Simulator. Es steht die Veröffentlichung eines weiteren Add-ons an. Und zwar gibt es ab morgen, in Klammern Donnerstag, heute ist gerade noch so Mittwoch, gibt es ein neues Add-on. Und zwar den Fußballmannschaftsbus. Ist eben eine Erweiterung für den Fernbus-Simulator und hat auch im Vergleich zu den älteren DLCs einen eigenen Menüpunkt, denn das Ganze bringt nämlich nicht nur irgendwie ein Fahrzeug oder sowas mit ins Spiel, sondern im Prinzip einen komplett neuen Spielmodus. Kern des Ganzen ist natürlich immer noch Fahrer mit dem Bus von A nach B. Aber drumherum gebaut wurde eben eine Mannschaftsbus-Simulation und deswegen habe ich gedacht, es ist eigentlich ganz sinnvoll, dass wir uns im Menü befinden. Wir schauen uns die Änderungen eben an, was es denn so Neues gibt und erfahren das im Prinzip so im Laufe der Zeit. So, ich gebe hier mal meinen Namen an, ich bin einfach der Josh. So, ich bin männlich, das ist korrekt. Ich habe auch so eine coole Krawatte. Das ist sehr, sehr fancy. So, fortsetzen. Jetzt können wir uns, genau, ich habe vorher schon mal ganz knapp mal geguckt, wir können uns jetzt einen Fußballclub auswählen. Also mal Schritt 1, ich bin kein Fußballfan. Deswegen ist mir das vollkommen egal, was wir jetzt hier auswählen. Deswegen werde ich einfach nur nach dem Budget wählen. Ich werde wahrscheinlich Leute hassen, aber es ist mir relativ egal. Wir nehmen jetzt das mit dem größten Budget, weil dann haben wir halt am meisten Kohle zur Verfügung. Wir müssen unser Budget nämlich verwalten über die Zeit. Wir müssen nämlich quasi über die Saison kommen. Und dafür nehmen wir, genau, also wir können natürlich mit jeglichem Bus hier fahren. Da haben wir allerdings nur normale Repaints, die wir installiert haben. Was ich alles installiert habe, das wusste ich gar nicht. Wir haben jetzt aber auch quasi hier einen, es ist halt der Lions Coach, so ist es. Aber der hat innen ein paar Änderungen, deswegen nehmen wir den mit in der neutralen Lackierung. Jetzt nicht in der Dinglackierung, dann weiß ich auch nicht, welche Mannschaft ich durch die Gegend fahre, deswegen passt das schon. So, wir sind natürlich, wie wir immer sind, das ist klar, wir machen das manuell. So, genau, ich bin Josh männlich, mein Club ist da, weil wegen meistem Budget. Und das bestätigen wir jetzt einmal. So, wir haben eine Tabelle, einen Spielplan und an dem orientiert sich im Prinzip so ein bisschen, ja, oh, wir müssen noch weiterfahren, okay. Es ist anscheinend random generiert, da sehen wir mehr oder weniger angedeutet reale Fußballclubs und genau, die spielen eben entweder heim oder als Gast. Heim müssen wir, glaube ich, so ziemlich gar nichts machen, weil die da irgendwie anscheinend sind. Als Gast müssen wir aber ein paar Dinge tun, deswegen ist der erste Spieltag relativ uninteressant, aber wir können uns das Ganze mal anschauen. Laden das mal ein bisschen und grob Ziel ist eigentlich mit dem Budget, das wir haben, durch die Saison zu kommen. Das richtig auszugeben, denn wir müssen den Bus warten, instand halten, allerdings auch noch viel anderen fancy Shit machen, verpflegen und sowas. So, wir haben jetzt hier, die habe ich mir vorher schon mal angeschaut, das heißt, wir können das eigentlich ein bisschen überspringen. Wir widmen uns jetzt hier quasi an der, das Ding heißt jetzt halt hier Bayern Arena, wegen, weil es so ist. So, das ist jetzt unser Bus. Ich denke, Schritt 1, ihr könnt es hier mal anschauen, das ist jetzt absolut nicht relevant für das Spiel, das hat jetzt gar keinen Sinn. Aber das ist unser Bus, so, der hat so ein bisschen diese, ja, in Anführungsstrichen Luxusausführung, also diese andere Ausführung mit diesen 4er-4er-Bestuhlung. Boah, arg viel mehr fancy Shit gibt's eigentlich gar nicht. Kann ich die Toilette. Oh. Das war jetzt draußen wahrscheinlich der. Ups. Ja, das war natürlich draußen die Klappe. Auf jeden Fall. Boah, das ist im Prinzip der Bus eben leicht modifiziert, deswegen habe ich den einfach mal genommen. Ansonsten ist es halt der Lions Coach aus dem Spiel. Wir haben unten links unsere aktuelle Aufgabe. Und achso, zusätzlich zu dem Spiel, also zu dem Add-on gibt es noch ein paar andere Änderungen, generell im Fernbus-Simulator, das werden wir aber sehen, zum Beispiel die Karte ist anscheinend jetzt ein bisschen cooler geworden, aber gut, werden wir sehen. Also hier ist jetzt unser Mannschaftsbüro, das ist die Arena, da ist das Spielfeld und hier ist das Mannschaftsbüro. Es ist allerdings nicht hier, sondern das ist, wenn man klickt, kommt man da hin. Und zwar ist es dieses Layout, was quasi so ein bisschen ein Büro widerspiegelt. Genau, wir können jetzt hier uns die Bustechnik anschauen, das habe ich mir schon mal angelesen, deswegen können wir das durchklicken. Wir sehen jetzt hier quasi, wenn wir den Bus kaputt gemacht haben, sehen, was quasi gewartet werden muss. Wir müssen unseren Bus dann quasi auch warten. Und hier sehen wir jetzt im Prinzip, es gibt kein Essen. Heißt, wir müssen einkaufen gehen, bevor wir das nächste Mal fahren.
ja, es ist halt noch die Beta. Also wir spielen halt aktuell noch die Preview-Beta, deswegen ist das auch noch teilweise noch auf Englisch. Ich vermute mal, das wird bis morgen noch gepatcht. Genau, das ist im Prinzip so unser Ding. Unten ist unser Budget. Unsere Rangliste ist gerade relativ noch normal. Und unter E-Mails, ja, das habe ich auch schon gelesen, sehen wir jetzt, hallo, wer ist denn hier? Verein, herzlich willkommen, gute Zusammenarbeit, kommende Saison. Immer so ein bisschen abgewandelte Namen, das ist ganz interessant. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Internet, ich weiß nicht warum. Aber ich habe auch letztes Mal einfach mal irgendwas bestellen. Hab's auch Internet, ne, das ist ganz wichtig. Warum auch immer wir Internet buchen, aber wir haben Internet gebucht. Außerdem haben wir noch nichts, im Archiv auch noch nichts. Und eine neue E-Mail können wir quasi nur in Bezug jetzt auf ja, einen bestimmten Zweck stellen. Also nicht freie E-Mails schreiben, sondern wir können sagen, ich will das haben und dann wird es ihm gesendet, weil wie will der ja erkennen, was wir schreiben? So, click on this now to skip. Das heißt, wir können hier im Prinzip schauen, also wir können zum nächsten Termin vorskippen. Das können wir hier machen. Da sehen wir quasi die nächste Aufgabe, was als nächstes ansteht. Das Ganze sehen wir im Kalender. Hier ist der Kalender. So, da können wir so schön rumskippen. Das ist eine coole Sache. Das ist unser erster Spieltag. Das ist ja unser Heimspiel, wie wir gesehen haben, hier. Von dem müssen wir da eigentlich nichts dafür tun. Das ist das Tolle. Das zweite Spiel ist das Auswärtsspiel in Wolfsburg. Das ist, ja, da müssen wir halt irgendwas machen. Das ist leider ein bisschen weiter. Ich habe gedacht, das ist irgendwie in der Nähe, aber ja, werden wir nachher sehen, was wir alles machen müssen. So, unsere erste Aufgabe wird jetzt sein, wir springen zum nächsten Termin. Dann geht die ganze Woche rum. Normalerweise müssen wir in der Woche quasi, wir spielen nicht im Busfahrer, wir spielen auch so ein bisschen Mädchen für alles. Und falls wir halt eben jetzt nichts im Kalender eingetragen haben, passiert auch nichts. Das heißt, genau, wir sind jetzt quasi hier und einen Tag vorher kann man jetzt fancy shit machen. Also da tanken brauchen wir eigentlich nicht, waschen eigentlich auch nicht, gell? Toilettenleerung, wir müssen eigentlich einkaufen davor, ne? Das ist ganz wichtig, das müssen wir davor machen, glaube ich. Und wir sollten ein Hotel buchen. Anscheinend noch nicht. Okay, dann buchen wir noch kein Hotel. Ist egal. Wir setzen einfach mal das Spiel fort, dann sehen wir mal, was passiert. So, wir sehen, da sind Menschen. Hallo Menschen. Hey Junge, das sind eigentlich unsere Spieler. Tolles Handy hast du da. Das ist ein schönes Smartphone, das gefällt mir. Das ist jetzt das Stadion. Da findet heute das Spiel statt. So, wir haben Premium VIP Ehrenplätze, das heißt, wir können uns hier hinstellen. Und uns das Spiel anschauen. Alter, findest du das laut, du. So, hallo und herzlich willkommen zur ersten Halbzeit. Der Spielaufbau durch die Mitte, eine klasse Dribbling hier an der Stelle und ja, Doppelpass, jetzt hat natürlich der Gegner den Ball, Mönchengladbach im Ballbesitz, Dribbling auf die linke Seite, ein weiteres Dribbling, es passiert eigentlich noch nicht viel. Ja, Fußball vom Feinsten ist das natürlich an dieser Stelle noch nicht. Ein weiterer Konter, weiteres Angriffsspiel über die Mitte. Alter, es ist schon laut. Alter, finde. Das ist für euch nicht so. Es ist laut. So, der Konter über die linke Seite. Das ist eine sehr kreative Texte. So, nun wieder ein Konter Ballbesitz. Oh, das war die erste Halbzeit. Viele Fußballerisches können wir sehen. Nichts passiert. Enden wir mit einem 0:0. Seitenwechsel. Ja, Anpfiff. Ja, da passieren halt jetzt Dinge, ne? Also, wir haben jetzt, gucken uns mal das Spiel an. Eine Simulation des Spiels. Schöner Kopfball. Und wir haben Tor geschossen. Yay! Juhu! Das freut uns, weil wir dadurch, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, finanziell ganz gut dastehen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall gucken wir jetzt das Spiel hier an. Man kann es auch überspringen da unten, das werden wir natürlich immer mal tun. Aber ich wollte es einfach mal gezeigt haben. Ich habe es selber nicht gesehen. Das ist arschlaut. Und das 2:0. Unsere Mannschaft, das läuft. So, ein Wahnsinnstreffer. 78. Minute, weiterhin Anspiel. Der Ball weiter vorne. Jetzt geht's aber wieder in die eigene Hälfte. Und da haben wir auch schon 90. Minute. Gibt's noch eine letzte Aktion? Haben wir noch was? Passiert noch was? Oder ist das Spiel vorbei? Das Spiel ist vorbei, 2:0. Ich kann nicht Fußball kommentieren, habt ihr vielleicht gemerkt. Aber es ist egal. ja. Cool. Yay. 2:0. Party. Hart. Yay.
Was passiert jetzt? Was passiert? Die Leute freuen sich erstmal, das ist natürlich toll, das freut uns natürlich auch. Außerdem müssen wir fortsetzen drücken. Ich hätte noch weiter Party machen können. So, wir sind jetzt hier mit unserem 2:0 natürlich ganz gut dabei. Das beste Ergebnis, ja, Mainz ist auch noch ganz gut dabei. Es ist auf jeden Fall egal. So, wir können jetzt einfach mal gucken, wie wir in der Tabelle stehen. Es haben mehrere Leute 3 Punkte. Tordifferenz von 2 müssten uns eigentlich jetzt ein bisschen weiter nach oben. Ja, also es sind überall so fiktivierte Namen mit dabei, wie ihr seht. Das ist ganz interessant. Also eigentlich müssten wir jetzt hier mit Mainz quasi auf dem ersten, aber das ist halt irgendwie noch nicht ganz so gut sortiert. So, das war ein Spiel, ein spannendes Spiel, gutes Ergebnis für unsere Mannschaft an dieser Stelle. Und die müssen wir uns auch nicht nach Hause fahren. Ja, heißt, wir gehen wieder ins Büro. Yay. Und freuen uns. Budget haben wir auch nicht bekommen. So, und hier sehen wir jetzt Twitter-Nachrichten. Wir sind die Gewinner. Ja, ich glaube, wir sind die Gewinner. Wir haben sie geschlagen, aber schlagen tut weh. Und wir haben das Spiel gewonnen. Wuhu! Party. So, was ist jetzt passiert? Nächste Aufgabe ist Freitag einkaufen. Ich würde aber ganz gerne ein Hotel reservieren. Kalender, eine E-Mail war das. E-Mail, Ausgang, Hotelreservierung. Zimmerhotel mit am 7.9. Ja, würde ich gerne. E-Mail senden. So, das kostet, glaube ich, Geld. Das ist mir aber egal. Ich will das mal zeigen. So. Ja, die nächste Aufgabe ist ja erst am Freitag. Und jetzt können wir im Prinzip einfach mal weiterspringen. Wochenende passiert, glaube ich, nichts. Es ist Montag. Jetzt kommen wir Montag wieder hier rein. Aus dem Grund, jetzt hier, was passiert ist. Wir haben jetzt eine E-Mail bekommen. Und zwar zum einen, hallo Josch, zum nächsten Auswärtsspiel am Samstag in Wolfsburg. Werden wir mit dem Zug anreisen? Bitte holen uns wirklich vom Bahnhof ab. Das werden wir tun. Genau, das sind die Aufgaben, die wir zu tun haben bei Auswärtsspielen. Wir müssen vom Bahnhof zum Stadion fahren. Und du kannst, wenn du möchtest, auch ein Hotelzimmer. Das habe ich schon gemacht. Von dem her passt das schon. Hiermit bestätigen wir in gerne die Zimmerreservierung zum 7.9. in unserem Haus. Ach, Radisson. Oh. Radisson Blue wird zu Addison Purple. Oh. Ich sag mal nichts. So, unser Bus ist ja gut in Stand, das heißt, wir müssen echt nur einkaufen. Die Hotel ist, glaube ich, noch nicht voll, deswegen passt das ja eigentlich. So, das können wir im Prinzip springen. Und dann dürfte das echt zum Freitag springen. Und somit hätten wir jetzt echt quasi den einen Teil der Simulation gesehen. Das passt. Wir gehen jetzt hier in den Bus. Genau. Und dürfen im Prinzip jetzt einmal nach Wolfsburg fahren. Dürfen wir das? Dürfen wir noch nicht. Aber das ist so weit. Das ist so weit. Nee, wir nicht so weit fahren. Nee, wir fahren. Ist okay. So, tschüss Stadion. Ich weiß ja nicht, warum ich immer hier im Büro bin, aber wer hat die Türen zugemacht? Hier wird unser Bus zugemacht. Ich hätte jetzt die ganze Woche offen stehen lassen. Ich sehe das Problem nicht. So. Das ist der Bus und im Prinzip ist jetzt halt, ne, wir machen jetzt halt den Bus mal startklar. So, fahre zum Hotel. Was? Fahre zum Hotten. Ja, okay. Schreibfehler sind auch noch drin. Cool. So, Wolfsburg. Wir fahren über Nürnberg, Leipzig, Magdeburg. So. Wenn wir uns das Wolfsburg angucken, dann ist hier das Hotel, da ist der Bahnhof, da ist das Stadion. Und hier gibt es diese verschiedenen Stationen, da kann man einkaufen und die anderen fancy Sachen machen. Das werden wir jetzt heute nicht mehr sehen, weil da muss man erstmal hochfahren. Ich habe bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden, das irgendwie zu überspringen. Also nicht, dass das, nicht, dass ich das wollen würde. Nein, nein. Ich habe mir meinen Button nicht belegt. Mist. So, ich brauche eine Klimaanlage, auch wenn ich alleine bin. Ich verfüge in diesem Modus. Fahrgastlicht brauche ich auch nicht. Ach, brauche auch kein Mensch. Ja, wenn ich selber aufs Klo muss. Nee, brauche ich eigentlich auch nicht. WLAN brauche ich eigentlich auch nicht. Ah, das WLAN brauchen wir für das Internet. Okay, ich habe es verstanden. So, dann haben wir den ganzen Shit jetzt gemacht. Der Bus ist, sieht soweit startklar aus. Und das heißt jetzt eigentlich mal für uns, wir können, wenn das... Okay. Wenn das so ganz gut funktioniert, was es gerade aktuell nicht tut, muss man die Steuerung angucken. Das sieht aktuell nicht allzu optimal aus, muss ich sagen. Ich kümmere mich mal drum. Wir sehen uns gleich wieder.
So, Dille, da sind wir wieder. Es gab ein kleines Problem mit dem Lenkrad, was man einfach ganz gerne oft mal durch Neustarten lösen kann. Das habe ich jetzt mal gemacht. Dafür ist der Bus jetzt noch nicht initialisiert. Ich habe noch keine Klimaanlage. WLAN brauche ich ja nicht. Oh, den Rest brauchen wir ja nicht. So. Ist aber relativ laut, das Ding, gell? Ich brauche keine Klimaanlage. Ich brauche sowas nicht. Ich bin der Fahrer. So. Wir fahren jetzt einfach mal los. Also unsere Aufgabe an dieser Stelle ist es, nach Wolfsburg zum Hotel zu fahren, wir wurden lesen können. Und diese Fahrt müssen wir jetzt meines Wissens nach, ja, hupt halt erstmal in der Gegend rum. Diese Aufgabe müssen wir uns auch, soweit ich es gesehen habe, echt auch durchziehen. Also man kann es nicht sagen Skip oder so, weil das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, das ist ja der Hauptteil dieses Spiels eigentlich, dass ich, ja, von A nach B fahre. Und zwar nicht nur eben vom Hotel und so, sondern auch die ganzen Strecken. Das heißt, man fährt im Prinzip auch diese ganzen Strecken durch Deutschland und muss dann im Prinzip aus dieser Kasse, die man da hat, muss man die Strafzettel bezahlen und so Zeug. Also das wird relativ kritisch, wenn ich jetzt Unfälle baue, muss ja den Bus warten und so Zeug. Das heißt, da muss man eigentlich relativ aufmerksam fahren. Ist natürlich prinzipiell mal eine ganz gute Idee. Und vom Sinne auch gar nicht mal verkehrt. Das ist halt natürlich nur die Sache für dieses Let's Play. Weiß ich nicht, inwiefern das jetzt sinnvoll ist, wenn ich da jetzt irgendwie 5 Folgen von München nach Wolfsburg fahre. Meine Augen wenig. Das heißt, wir werden echt immer so ein bisschen fahren. Wir sehen ja schon da unten im Navi, das sind halt 650 Kilometer. Wir haben so eine Skalierung. Ach, wir müssen ja rausfahren. Wir haben natürlich eine Skalierung mit drin. Das ist gar nicht das Problem, aber das dauert natürlich trotzdem. Ich bin falsch. Ach nee, wir müssen wenden. Ah, okay. Ist ja witzig. Wir fahren aber Autobahn, gell? Ja. Also, nicht sehr gut gelöst. So, also wir wenden jetzt hier. Okay. Und dann geht's einmal zurück. Ja, das ist auf jeden Fall der Punkt. Wie gesagt, das Display ein bisschen schwierig, weil man sieht halt nicht so viel. Ich hätte gerne erstmal gezeigt, was man hier so machen kann. Also ich habe mir überlegt, wir fahren jetzt erstmal ein paar Meter. Und dann fahre ich den Rest der Tour offscreen. Also wenn wir jetzt ungefähr so ein bisschen Folgenlänge haben, ich ein bisschen was erzählt habe. Und dann gibt es morgen, pünktlich zum Release am Donnerstag, den, lass mich gucken, nicht lügen, den 30. August, gibt es dann ein Video, wo wir dann in Wolfsburg angekommen sind. Also kurz bevor dann wahrscheinlich, dass wir so ein bisschen den restlichen Weg auch noch sehen. Und von dort aus geht es dann im Prinzip zum Hotel, die ganzen Besorgungen machen, die Leute abholen. Und das alles mal gesehen, das sehen wir dann quasi in der morgigen Folge. Das ist so der Plan. Ich hoffe, das ist okay. Wenn nicht, könnt ihr jetzt auch nicht mehr protestieren, weil ich das ja quasi direkt im Nachhinein aufnehme. So. So machen wir quasi so eine kleine Anarchie hier. Das ist ganz okay. Also der Vorteil ist, man braucht sich auch nicht auf irgendwelche Komfortdinge achten. Das heißt, ich kann quasi fahren wie der letzte Ömmel. Weil außer mich interessiert das keinen. Ich bin der einzige Typ hier in dem Bus. Ich finde es natürlich dermaßen ineffizient, dass man hier mit dem Bus hinfährt und nicht eben dort einfach eine regionale Busgesellschaft beschäftigt, die dann, keine Ahnung, dort einfach fährt. Also dort gibt es ja bestimmt auch irgendwelche gut ausgestatteten Reisebusse. Kann ich mir vorstellen, warum sieht man das so? Ich frage gar nicht nach. Ihr werdet es gar nicht wissen. Es war schon mal besser. Naja, gut. Ich glaube, ich komme damit klar. Also, jetzt habe ich jetzt alles erzählt. Das ist nur so anstrengend, weil ich quasi keinen Unfall bauen darf. So. Bei einer Arena steht sogar dran. Also, neu in dem Spiel. Was ist noch neu dazugekommen ist, was ich jetzt auch mal erzählt habe. Wir haben, genau, halt die Vereine, die nachempfunden wurden. Das ist halt das Grund. Das ist eine Ölspur. Okay, das ist anscheinend auch neu. Gut zu wissen. Tatsächlich 18 originalgetreue Stadien. Das sind tatsächlich Stadien. Okay, die sind tatsächlich überall auch nachgebaut. Interessant. Verwalte dein Budget vorausschauend bis zum Ende der Saison. Das werden wir tun. Lasse den Mannschaftsbus in Werkstätten warten und reparieren. Das werden wir auch tun. In den Waschanlagen kannst du den Mannschaftsbus reinigen, dass er zu Gastspielen glänzt. Ja, der ist aber noch sauber. Und ich hoffe, dass die Leute den irgendwie in den 2 Minuten, die hier Bus fahren, dass sie den Bus nicht komplett zudrecken. Wenn ich jetzt Bier und Snacks kaufe, ist das natürlich so eine Sache. Wir dürfen 707 fahren. Danke, Spiel. 70, okay. Aha.
ich rieche da eine nicht ganz so generische Lösung und eher eine Lösung, in der jemand überall selber die Geschwindigkeit eingetippt hat. Naja, gut. Und jetzt konzentriere ich mich mal ganz kurz, damit wir hier nicht Mist bauen. Was ich ganz gut finde, ist eigentlich, dass man tagsüber fährt. Man fährt jetzt ja quasi nicht nachts, sondern man fährt ja tagsüber. So, da dürfen wir rüber. Aber ich habe auch echt Angst, etwas kaputt zu machen, gell? Jetzt immer noch viel schlimmer als im normalen Spiel. So, nach dem können wir rüber. Weil, ja, jetzt schlägt es halt direkt auf die Kasse vor, schlug es auf die XP. Das war mir relativ egal. Aber für XP gibt es ja keine Updates mehr. Ja, der XP-Mitz muss jetzt in jeder Folge kommen. Sorry. Muss so. Ist ein Feature. Und, ja. Apropos Feature, das haben wir noch. Genau, organisiert Getränke haben wir gemacht. Auch darauf, dass die Sanitäranlage gereinigt ist. Ja, die brauchen auch ganz sicher, ganz wichtig, eine Sanitäranlage vom Stadion ins Hotel. Zum Bahnhof oder so. Die 3 Meter ist ganz wichtig, dass die Sanitäranlage funktioniert. Achte genug darauf, dass es genügend Desinfektionsmittel gibt. Erstelle und teile ganz eigene Vereine mit dem Steam Workshop. Man kann also einen Verein erstellen. Das heißt, ich vermute mal, das wurde gemacht, um zu umgehen, dass man Lizenzen braucht, weil wenn Leute jetzt quasi so Workshop-mäßig reale Vereine erstellen, dann ja, vermute ich mal, dass man so ein bisschen das umgehen wollte, damit man trotzdem mit realen Vereinen fahren kann. Wir spielen es aber mal in der Standardversion. Was haben wir hier noch? Installiere neue Designs. Ja, das ist sowieso optional. Übernachtung in Hotels bei weit entfernten Gastspielen. Das hatten wir heute. Achso, wenn wir nicht weit weg müssen, da kann ich ja eigentlich direkt am Spieltag von München direkt dorthin fahren. Das ist korrekt. Solltest du dein Budget überziehen, kann das sein, dass du während der Saison einen neuen Verein suchen musst. Okay, das ist dann quasi also die Konsequenz, wenn wir was nicht geschafft haben. Passiert, wie die Tomaten. So, 130, 120, 120, ist immer noch okay. Ja, und so geht das im Prinzip durch die Zeit. Ich vermute mal, man hat jetzt im Streckendeals Österreich-Schweiz nicht wirklich Stadien, vermutlich. Ich kann es natürlich Mist erzählen, aber ich vermute mal nicht wirklich, dass wir dort welche haben. Genau, da gibt es diese ganze Markierung halt eben nicht. Okay. Alter Finne. Finde ich gut, dass die Mausbewegung in der Karte nicht getrackt wird. Das finde ich sinnvoll. Ja, das ist auf jeden Fall der Punkt. Und das... Ja. Ne, der Umfang von DLC her haben wir jetzt hier mit nun offiziell der Öffentlichkeit vorgeführt, der steht sowieso im Steam, ne? Und ganz kurz zu den Eckdaten, wie gesagt, Release Donnerstag, Klammern morgen, den 30. August für, ich glaube, 20 Euro oder so kostet. Irgendwie sowas, glaube ich, habe ich gelesen. Genau, gibt es das Ganze dann Aerosoft Shop auf Steam. Genau, das Ganze läuft sowieso über Steam, das heißt, man kann es dann an diversen Orten kaufen. Das war jetzt gar nicht so gut, weil der uns nicht rauslässt, Depp. Also ich habe ja früh genug geblinkt und ich würde auch nicht ihn rauslassen, aber passt schon. Oh nein. 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 Spurverengung, nein. Aber diese teilweise so sehr realistischen Verkehrsführungen finde ich sehr spannend. Der See ist schön. Gefällt mir. Kann man eigentlich nicht zurückschalten. Ja, komm. So viel Licht brauchen wir nicht. Tagfahrlicht reicht. Ich simuliere mit dem Standlicht quasi ein Tagfahrlicht. Ich weiß nicht, ob der sonst eins hätte. So, Stadion in Nürnberg. Nürnberg wäre doch mal was. Das wäre doch mal eine Sache, da könnte man doch jetzt schön hinfahren. Das ist nicht so weit. Das wäre jetzt für die erste Folge ganz cool gewesen. Ich habe ein bisschen was gezeigt. Aber wie der Zufall das wollte, sind wir jetzt halt ein bisschen weiter weg. Ja, und vor allem habt nicht mal was davon. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber hey, ich glaube, wir werden es überleben. So, ich will irgendwie drüber fahren, aber wir fahren mal grundsätzlich ein bisschen realistisch. Mit 100 mit dem leeren Bus durch die Gegend. So, das sind jetzt halt noch 550 Kilometer. Boah. Und wir fahren Bus. Yay. Ich weiß gar nicht, ob ich auch Pausenzeiten einhalten muss. Achso, wir haben auch auf unserem Smartphone. Ich glaube, ich kann nachher, wenn ich am Folgenende mache, mal kurz anhalten irgendwo. Haben wir jetzt auch neue Funktionen, die halt eben DLC-spezifisch sind. Und Änderungen, die jetzt quasi mit dem Update mitkommen. Wenn das Spiel ja veröffentlicht wird, die kann ich ja mal dann in der Folge morgen vielleicht mal erzählen.
wäre eine ganz gute Sache. Aktuell sind eben diese Änderungen und die Voraussetzungen für den DLC hier sind im Beta-Branch, den man dann eben auch noch braucht, wenn man das jetzt irgendwie hier pre vorstellt. So, da haben wir doch jetzt hier was zum Rausfahren. Das ist doch super. Das kommt doch wie, wenn wir das jetzt hier getriggert hätten. Ha, ich werde, glaube ich, jetzt ungefähr eine Stunde unterwegs sein. Ich freue mich. So, fahren wir einmal raus hier und dann schauen wir mal. Das ist so natürlich jetzt nicht vorgesehen irgendwie, aber hey. Dass man rausfährt. So, hier könnte man es beispielsweise tanken. Achso, das ist wahrscheinlich jetzt eine der wenigen Verwendungen für das Tanken hier im Spiel. Ist auch nicht verkehrt, dann haben wir auch mal eine Verwendung dafür. Und ob die anderen Events hier aufploppen, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich stelle mich da mal hier hin. So. Ich glaube, das passt ganz gut. So, dann stellen wir uns da gerade einmal hin. So, von außen sieht man, der Bus ist halt irgendwie, ja, ist nicht ganz so gut. Ist ja egal. Wir haben jetzt hier am Smartphone, aber glaube ich vorher schon mal kurz gesehen, Navigator, die Tabelle. Also wir können im Prinzip hier die Informationen, die wir in unserem Büro hatten, können wir hier mobil auch komplett machen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ja, Vorfreude aufs Spiel gibt es noch nicht, das ist ganz interessant. Aber ich würde sagen, das war es jetzt erstmal für heute, für die erste Folge. Wie schon angekündigt, machen wir ja im Prinzip, kann mich nicht setzen. Ich bin Trans in World gewohnt, da kann man sich setzen, aber Kaffee. So, morgen geht es dann weiter. Morgen ist auch, wie gesagt, Release. Da gibt es vielleicht morgen Vormittag gleich nochmal eine Folge, wo wir dann im Prinzip eben ankommen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen erstmal von meiner Seite aus. Vielen Dank auch an der Aerosoft, dass ich das Add-on schon mal vorstellen durfte und euch einen kleinen Einblick geben, was es denn so gibt. Und genau, ich würde sagen, bis morgen dann. Bis dann. Tschüssi.